Building Tomorrow's Europe. Und wie soll das gehen? Welche Richtung soll die Jugendpolitik einschlagen? Und was passiert konkret in der Jugendarbeit? Das wird hier auf der Konferenz in 28 Workshops besprochen. Zum Beispiel zum informellen Lernen oder zur aktiven europäischen Bürgerschaft. Ein Thema? Junge Menschen an der Macht. Wie fühlt es sich an, mit unter 40 Verantwortung zu übernehmen, mitzubestimmen und seine Welt zu verändern? Daniel Zimmermann hat das selbst erlebt. Er ist 31 und Deutschlands jüngster Bürgermeister. Mit 16 gründeten er und seine Freunde eine Partei. Ich würde es doch niemals als Modell sehen, was meine Freunde und ich gemacht haben. Man kann von Jugendlichen nicht erwarten, dass sie eine eigene Partei gründen, um dann politisch auch relevant irgendwie Entscheidungen mit beeinflussen zu können. Ich würde aber jedem Jugendlichen raten, sich Verbündete zu suchen in der eigenen Altersgruppe und dann mutig zu sein. Nämlich auch ja, erwachsene Politiker vielleicht den jeweiligen Wahlkreisabgeordneten, den man gerade vor Ort hat, anzusprechen und nicht von vornherein zu glauben, dass das nicht relevant ist oder dass man dann sowieso keine Antwort bekommt. Viel Input für die Teilnehmer des Workshops. Am Ende sammeln sie ihre Eindrücke an der Wand. Wie können junge Menschen gehört werden, fragt sich einer. Und kritisches Denken ist der Motor zum Gestalten, hat eine Teilnehmerin notiert. Andere sind beeindruckt von Ansätzen aus dem Ausland, zum Beispiel aus Englands Schulen. Also ich finde es sehr spannend, dass Schüler bei der Lehrerwahl selbst mit entscheiden können. Wir haben das an der Uni ein bisschen, dass wir das bei den Professoren mit entscheiden können. Aber ich finde das für die Schule wäre eine super Idee. Super interessante Menschen auf jeden Fall. Super viele unterschiedliche Meinungen. Auch das Plenum hat sich mega gut mit eingebracht. Auch vor allem, ich fand die Meinung von dem Typen, der aus England gekommen ist, sehr interessant, weil es ja dann doch ein sehr großer Unterschied zu dem ist, was wir aus Deutschland kennen. Und da merkt man eigentlich auch, wie viele unterschiedliche Verständnisse man von Macht, von Einbezogen oder von dem Einbeziehen von jugendlichen Menschen hat. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Neue Ideen, neue Konzepte, neue Menschen. Damit das nicht zu anstrengend wird, haben die Konferenzplaner immer wieder Zeit für Pausen eingebaut. Und auch das ist Building Tomorrow's Europe. Bei einer Tasse Kaffee mit anderen ins Gespräch kommen, ob aus Deutschland oder aus dem Ausland. Weiter geht's mit der zweiten Workshop-Phase. Go abroad, no matter what, ist hier eins der Themen. Zu Deutsch, Hauptsache raus. Pascal Lejeune von der Europäischen Kommission und Anna Ranki vom Europäischen Jugendforum diskutieren mit anderen über Auslandserfahrungen und über die Frage, ob solche Aufenthalte eigentlich beruflich weiterbringen. Ich habe mir ein bisschen was anderes erwartet, weil ich mir dachte, es geht wirklich um die Frage Mobility, wann macht es Sinn, wann macht es keinen Sinn. Fand es aber trotzdem sehr interessant, weil es einfach verschiedene Inputs gab, verschiedene Organisationen, die sich vorgestellt haben und nehmen so viele neue Ideen eigentlich auch mit. Ich habe selber ein Jahr in Irland gelebt und auch in Kanada und auch in Frankreich einen Teil. Deswegen war schon einiges unterwegs. Wir schicken aber auch sehr viele junge Leute ins Ausland und wir sind so der Ansicht, wo ich arbeite, vom Centre Français in Berlin, je mehr Jugendliche ins Ausland gehen, desto besser. Die kommen alle im Kopf größer zurück. Also es ist wirklich erstaunlich, was das allein für Selbstwertgefühl und auch dieses ganze Bewusstsein auch für andere Sachen. Und ich gucke nicht nur, was der Nachbar macht, sondern auch, was die Welt, so was in der Welt passiert. Ich glaube, das kann man nicht häufig genug unterstreichen, wie wichtig das ist. Darüber sind sich die Teilnehmer hier einig. Aus einem Auslandsaufenthalt nimmt jeder Erfahrungen fürs Leben mit.